Willkommen doch bei einer Samstagsfolge mit mir, dem Thorsten. Ich hatte mich jetzt auch ganz, ganz kurzfristig einmal dazu entschieden, hier doch so ein bisschen was aufzunehmen. Das hat den einfachen Hintergrund. Ihr wisst, dass ich auch sehr, sehr verpeilt bin und manchmal auch ziemliche Trottelallüren an den Tag lege. Und ich habe heute mal so tagsüber mal nachgedacht, als ich bei mir im Büro war. Was kannst du eigentlich so ein bisschen anders machen? Was kannst du ein bisschen verbessern? Also vor allen Dingen hier an meinem Stream- und Aufnahmesetup. Denn ihr habt das bestimmt schon mal auf Instagram oder so gesehen, wie das hier bei mir aussieht. Ich war immer hinter so einer oder in so eine Ecke reingequetscht und habe hier nie so richtig das Licht reinbekommen. Ich habe hier ein paar Softboxen, die eigentlich ja von vorne das Licht beschallen sollen. Das konnten sie nie machen, da ich von vorne nie Platz hatte, weil ich ja voll in dieser Ecke saß, also vorne eine Wand und hier direkt die, ihr hört das, die Schräge. Und ja, ich habe dann heute gedacht, wieso ziehst du das Ganze nicht einfach Richtung Greenscreen? Damit ich dahinter was bauen kann. Ich meine, als ich das heute Abend, ich habe das heute Abend gemacht und als ich das aber gemacht habe, kann ich euch sagen, dahinter sieht es nicht nett aus. Dahinter sieht es nicht nett aus. Also ich muss hier morgen bzw. am Samstag erstmal schrubben wie blöde, denn die Ecke ist, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Naja, wenn man Staub in Zentimeter oder Millimetern aufwiegen könnte, dann wäre das dort sicherlich der Fall, aber macht nichts. Deswegen wollte ich es heute einfach mal testen und ihr seht das. Vielleicht ist das Licht ein bisschen besser, aber ich brauche nicht mehr nicht mehr so viel Lampen, denn ich kann das Licht endlich von vorne so scheinen lassen, wie ich es eigentlich haben wollte. Und vor allen Dingen kann ich den Kamerawinkel, ich muss den nicht mehr begrenzen. Ich musste sonst rechts oder links, ihr seht das hier, ich musste das immer begrenzen. Denn die Kamera, die ich habe, hat einen unheimlich breiten Winkel, in der sie aufnimmt oder strahlt, will ich mal so sagen. Und wenn ich mich jetzt mal ein bisschen nach hinten lehne und sogar die Arme über den Kopf mache und hier mal jetzt nach außen gehe, ihr seht das, wie breit das jetzt ist. Ich bin jetzt mal gerade so ein bisschen da raus und hier raus. Das war vorher höchstens so. Das muss ich immer ein bisschen beschneiden und also beschneiden jetzt zuschneiden, damit das passte. Denn mein Greenscreen war so 3, 4, 5 Meter hinter mir. Jetzt ist er noch so guten Meter hinter mir oder 1,5 Meter. Also ich habe noch Platz genug. Aber deswegen habe ich gedacht, ich nehme heute mal ein bisschen was auf. Und wir haben hier gerade einen schönen Dreisterner 11 auf 11 von Matze gesehen. Den letzten CK haben wir hier gewonnen. Und die Liga hat ja gestartet. Wir haben hier auch gewonnen. Das Coole ist, muss ich sagen, wir sind Clan Level 7 geworden. Freut mich. Hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm, kann ich euch sagen, Spendenlimit jetzt, beziehungsweise das ist der nächste Level. Wir haben jetzt nur noch 10 Minuten Spenden- oder Wartezeit für die Spendenanfrage. Das ist auch richtig, richtig nett. Kann ich euch sagen, gerade wenn du so ein bisschen in Boost bist, immer wieder ein paar Truppen brauchst, 10 Minuten ist absolut vertretbar, darunter kommt nichts mehr. Und der nächste Level, jetzt Clan Level 8, den wir natürlich auch anpeilen, keine Frage, Spendenlimit 8 Truppen dann. Auch das ist super, du kriegst mit einmal die Clanbuch voll, also 8 Mal, ich sag mal 8 Mal ein Riesen beim Rathaus 12er hier. Aber hier hat auch die Liga begonnen. Und nee, bevor ich da reingehe, ich muss ein bisschen farmen. Ich bin noch nicht wirklich zum Boosten gekommen, weil ich hatte mich heute dann natürlich, als ich nach Hause kam, erstmal so ein bisschen um das Setup hier gekümmert. Hab mal gedacht, das machst du jetzt einfach mal. Du baust mal um, ziehst alles nach vorne. Das war sowieso schon ein Akt der Verzweiflung, weil natürlich hier alles verkabelt ist und ein Kabelmanagement gibt es hier mal gar nicht. Aber was es hier gibt, es gibt hier den Loot. Es gibt hier den richtig krassen Loot. Okay, ich habe jetzt nicht so die tollste Armee am Start, aber ich nehme mal meine Karre hier für so viel Loot. Da muss die Karre herhalten. Da muss einfach die Karre herhalten. Dann nehme ich sie doch mal hier mit rein. Und ich habe meinen Warden auf Level 9. Auch das ist sehr, sehr schick. Alter, geil. Ich hab satte 2. Habt ihr gerade gesehen, ich habe 2 Magier. Wow. Das ist natürlich krass. Aber der Warden ist noch auf Boden. Okay. Dann können wir den hier mit reinnehmen und dann, ja, ich nehme mal jetzt nicht alle von den Kobolden hier, denn so ein paar, Alter, da ist ja mal nichts in die Mitte gegangen, ne? Da ist ja mal gar nichts in die Mitte gegangen. Donnerwetter, Toto, das ist krass. Was habe ich hier drin? Oh, ich weiß gar nicht, was ich hier drin habe. Was habe ich jetzt eigentlich mit dem Warden da gemacht? Ah, okay. Der hat hier richtig, richtig Ressourcen noch
noch abseits, beziehungsweise hier außen, aber geschützt hier von Flächenschaden. Queen vergessen, na super. Aber ich glaube, wir holen uns lieber hier außen noch so ein bisschen was, was halt noch so geht, würde ich mal so sagen. Oh, der Kollege hat auch noch Clanburg, okay. Hier geht noch ein bisschen was. Ja. Gewinnen tun wir den leider nicht, das macht aber nichts. Gewinnen muss ich hier nicht, es gibt ja kein Event zur Zeit. Und, ja, das Rathaus wird heftig verteidigen, die werden heftig verteidigen. Ah ja, komm, dann nehmen wir die nochmal da rein, glaube ich. Ah, ne, nicht da rein, auf... Wieso gehen die da hin? Ah ja, okay. Die gehen noch nicht auf die Clanburg-Truppen, oder? Ne, die sind nicht auf die Clanburg-Truppen gegangen, aber ist egal. Der Loot war in Ordnung. Vielleicht doch eine kleinere, bessere Armee bauen. Das ist auch eigentlich das Coole hier im Boost, dass du einfach mal so ein bisschen was bauen kannst, was vielleicht ganz, ganz nett ist. Ich gucke mal, wir nehmen mal einmal den hier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, glaube ich, 1, 2 und ein paar Miner. Wir nehmen mal ein paar Miner mit, ist ganz egal. Ein paar Zauber dazu, die so ein bisschen passen. Zauber habe ich gesagt und nicht Bogenschützen. Zwei davon, was habe ich denn da jetzt drin? Ah, okay, ich habe jetzt eben nicht alles verbraucht, dann nehmen wir mal 1, 2, 3. Nee, 3. Verpeilt. Verpeilter Thorsten hier. So können wir das machen. Dann haben wir 2 gleich in der Clanburg. Ja, so passt das. Ich würde sagen, wir hauen jetzt mal einen Boost rein hier. Ich habe noch nicht geboostet. Keinen einzigen Gem hier für irgendeinen Boost ausgegeben. Das muss ich jetzt unbedingt so ein bisschen nachholen. Da oben ist mein Warden. Meine Queen pennt gerade da. Zauberschüssel. Wo ist die Zauberschüssel bei mir? Da ist die Schüssel. Also machen wir gleich noch einen zweiten Farmangriff und ich gucke jetzt aber nochmal in den ablaufenden CK bzw. in die Liga rein, was ich euch da so erklären kann. Okay, Freunde, ich hatte ja eben gesagt, ich habe so ein bisschen noch optimiert und natürlich habe ich eben mal wieder so eine Stunde veroptimiert. Also ich nenne das immer ganz gerne verschlimmbessern. Ich habe dann nochmal ein bisschen geguckt, meine Haare haben gekrisselt und das passte mal doch wieder nicht von den Abständen her, aber ich glaube, jetzt ist das... Ich glaube, jetzt so kann es, glaube ich, bleiben. Ich habe nochmal alles ein bisschen gesettet hier, aber ich habe auch schon in die aktuelle Liga geguckt und ich glaube, ich will mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, wir steigen ab. Denn ihr könnt ja eure Spieler-Tag oder eure Clan-Tag auch bei Clash of Stats eingeben und könnt sehen, wen habt ihr in der Liga vor euch. Also ohne, dass ich jetzt großartig durch die Clans hier klicke. Also unser erster Gegner hier ist der Gegner, der drittletzte hier. Wenn ich hier raufgehe und auf die Details gehe, dann muss ich hier gar nicht lange gucken. Bei Clash of Stats sehe ich das ein wenig schneller. Und der Clan hat, ich schaue mal eben nach, der hat 8 Town Hall 11er und 14 Town Hall 10er. Wir haben oben 2 12er, wir haben nur 9 oder wir haben 2 9er unten. Anders geht's nicht, denn unser Line-Up besteht aus, auch ohne nachzugucken, 2 Rathaus 12er, 7 11er und 4 10er. Und dann kommt schon 9er, wenn ihr richtig mitgezählt habt. Wir müssen einfach 2 9er immer mitnehmen. Das geht nicht anders, aber ich sehe das hier. Der Clan Dark Knights hat 8 12er und 10 11er dabei. Gegen wann müssen wir gegen die ran? Knight Riders, glaube ich, war es ja. Knight Riders, entschuldigt bitte. Nee, Dark Knights. Dark Knights ist es. Dark Knights, Herausforderer Ares. Also wir sind schon Spartis, Thor. Oh, ganz am Ende, okay. Also ihr seht schon, es wird bock schwer und ich glaube, wir haben nicht so wirklich Chancen, diese Liga hier irgendwie zu bestehen. Vielleicht bleiben wir da drin, aber mal sehen. Ich habe hier jetzt auch den Boost total auslaufen lassen. Wenn du dann anfängst zu optimieren, dann willst du es richtig machen, zumindest ich immer. Und meine Kamera ist jetzt auch nicht mehr ganz, ganz geradeaus, sehe ich gerade. Die ist jetzt so ein bisschen nach da versetzt. Aber ich glaube, das ist nicht schlimm. Ich kann immer noch reingucken, glaube ich, oder? Ja, passt. Ich kann immer noch so ein bisschen reinschauen und muss ich mich nicht ran gewöhnen. Ich werde die gleich wieder umschrauben, das weiß ich. Oh, den nehmen wir mit. Den nehmen wir mit hier. Saubere Sache. Ich wollte gerade sagen, so einen schlechten hatte ich aber schon lange nicht mehr. Zumindest nicht hier oben mit dem Avatar. Ah, nicht schlecht, nicht schlecht. Okay.
Was können wir denn da eigentlich schicken, damit da die Clanburg rauskommt? Hat er Clanburg? Ah, ich glaube, er hat keine Clanburg. Ich glaube, der hat mal keine Clanburg. Dann können wir hier mit unseren Riesen, was habe ich drin? Ja, ich habe ein paar Riesen drin. Können wir hier ein bisschen funneln. Und 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Also einfach mal ein paar Magier hier gesetzt. Und wir haben immer noch so ein Funneltier hier. Aber jetzt muss ich mal eben schauen. Ich glaube, hier können wir nochmal funneln. Und dann nehmen wir hier mal unseren Warden mit rein. Und jetzt die Miner. Ich habe hier eben Miner ausgebildet. Das habt ihr gesehen. Also die Kamerapose passt mir noch nicht. Wenn ich die nicht genau mittig habe, dann ist das irgendwie echt dusselig. So, was müssen wir denn eigentlich hier... Ah, das können wir hier mal frosten. Wir können das hier mal frosten. Was ist eigentlich hier mit meinem King los? Was ist hier mit meinem King los? Die Queen ist noch ganz gut im Futter. Die nehmen wir da aber nochmal einmal in Wut so ein bisschen. Und ach, hier hinten sind schon die Ersten. Naja, kommt, Leute. Das war jetzt nicht ganz so dicke hier. Der Gegner aber egal. Lot ist Lot. Loot ist Loot. Und dann verpowern wir hier unseren letzten Fries auch noch. Dann haben wir die Armee gleich auch wieder. Ich gucke immer nach geradeaus. Das muss ich in jedem Fall ändern. Denn ich muss immer so ein bisschen schräg gucken. Das ist blöde. Aber egal. Also die Folge heißt ja auch so ein bisschen optimieren. Optimieren sowohl bei den Angriffen als auch bei den Einstellungen. Hier aber 5000 dunkles Ohr. Das ist nett. Mit Bonus 6000. Saubere Sache. Coole Armee. Ich glaube, die baue ich einfach mal nach. Und ich bin danach mit Schweinereitern unterwegs, also hier so ein bisschen im Boost versuche ich einfach so ein bisschen auch die verschiedensten Armeen einfach mal durchzutauschen und mal sehen, was so geht. Ihr seht das hier jetzt mit Heiler, Riesen und ein paar Hocks im Backend. Mal sehen, wie das so wird, aber trotzdem, die Folge sollte es erstmal gewesen sein am Samstag. Ihr seht am Sonntag eine Folge Brawl Stars, die habe ich auch schon vorab gedreht, aber pro Tag eine Folge ist für mich auch immer ein bisschen schwer, deswegen habe ich das so ein bisschen vorproduziert. Ich hoffe, das ist nicht ganz so schlimm für euch. Ich hoffe, das Format passt so auch demnächst wieder für die Streams. Also bis dahin, haut rein, euer Toto. Nächste.